Hallo und willkommen zurück zu DBD. Ja, wie man sehen kann, wir zocken mal wieder mit Mitten und Rio. Der letzte Folge war ja eigentlich ganz in Ordnung, gell? Wir haben ja 11 von 12 Leuten weggehangen. Also 11 von 12 mal die Leute gehangen. Besser gesagt, weil wir spielen ja nicht gegen 12 Leute, wir spielen ja bloß gegen 4. Und es hat eigentlich so super funktioniert, also dass man immer komplett 4 hängen kann. Ist in vielen Situationen. Sehr schwierig. So, warte mal, die hier, die tänzelt hier mir noch ein bisschen zu wild rum. Die wilde Tänzerin hier. Ich bin gerade hängen geblieben. Ach, scheiße, Mann. Mann, ey. Ich lass die jetzt verkackt in Ruhe. Das geht mir auf den Sack. Ich muss mir das abgewöhnen, permanent jemanden... Ach, fuck, gegen... Ach, die scheiß Paletten immer. Genau, da war nämlich schon eine verschissene zweite Person. Ich konnte es mir denken, dass hier noch eine zweite ist. Hä? Was? Wie? Hä? Oh mein Gott, was ist denn das jetzt für eine... Was war denn das jetzt für ein Müll? Wie kam denn die jetzt an mir vorbei? Dafür kriegst du einen besonders hässlichen Haken. Eins ist was, sie können die Häuser rennen, ey, mehr können die nicht. Wirklich, mehr können die Pfeifen nicht. Häuser, Häuser, Häuser. Das ist wirklich das Einzigste, was sie können. Warum die immer noch immun ist, warum die so lange immun sind, ich verstehe das immer nicht. Das manchmal nicht, warum die so lange immun sind. Die dürfen dir vom Weg rumrennen, ne? Aber sind immun. Nein, ist ja wieder alles zu, oder was? Ist ja schlimm. Er hat mich bestimmt gehört und ist abgehauen. Was ist los? Warte mal hier.
Und wieder eine Palette im Weg. Ja, vor das Weißer, das ist gut, das ist gut, das ist gut. So ein Weißer ist immer gut. Oh, hat das wehgetan? Schaff's doch. Ja, ja. Aber eine hübsche. Okay, die ganzen Eisenhaken sind zu weit entfernt. Dann gehst du hierher. Hm. Machen sie schon den dritten Haken? Ach, hier oben ist ein Weißer. Dritten Haken. Was sage ich denn immer? Haken? Oh, da hat mir jemand Angst. Oder warum rennt er gleich so weg? Okay, bis zu der Weißen müssten wir kommen. Er hängt zum ersten Mal. Das ist halt einfach kompletter Schmutzkeller, die sind so weit auseinander. Oh, jetzt komme ich nicht hier drüben. Oh, was ist denn das? Lul. Die sind halt so weit auseinander, die Generatoren. Ich frage mich, ob das manche einfach machen, weil sie es wissen oder weil sie schlau sind oder ob die es einfach nur aus dummen Dödelei machen. Ja, ach, das ist ja Mann! Oh, schön, wie sie um der eigenen Achse gewickelt hat. Was ist das? Ich sage ja, die sind wirklich viel zu weit auseinander. Ich habe keine Chance, da hinzukommen. Das Problem, weil jedes Mal, wenn ich jetzt hier oben bin. Ah, es gibt ja auch noch drei, stimmt ja. Oh mein Gott, wenn die den da oben nehmen und hier hinten noch die zwei sind, na, in der Brustmahlzeit.
Stimmt, es bleiben ja am Ende immer zwei übrig. Das stimmt ja, es bleiben ja immer zwei übrig. Hab ich gar nicht dran gedacht. Das stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist einfach scheiße gerade eben. Okay, die haben wir Zwieback. Oh. Ja, ich muss mir erstmal die Wege ein bisschen kürzer machen. Schmeide lohnt sich für die anderen dann auch am Ende. Okay, hier ist keiner. Die vegetieren halt hier noch irgendwo rum. Und das ist halt... Ja, wir haben halt bis jetzt eine einzige gehangen, gell? Würden jetzt zwei leben, dann mag das immer noch gehen. Das Problem ist halt also bei drei Leben... Da ist einer. Ja, ja. Okay. Ist ja scheißegal, wo ich dich festhänge, oder? Und du bist auch Banane. Ist nur die Frage, gell? Wo gehen sie hin? Die sind ja halt auch nicht gerade knapp auseinander. Das ist das Problem. Okay, da hinten rennt einer. Ah!
Mann, ich bleib da extra stehen. Aber wie schnell die auch rausrennen können, ey, das ist doch Schmutz. Ja, okay, das war's fürs... Danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Schade.